Hallo, heute schauen wir uns mal einen kleinen Tipp an von mir zu OpenShot. OpenShot, ja, wenn ich ein bisschen auch ausgeschlossen aussehe, vollkommen normal, ne? Das ist jetzt beabsichtigt, ja. OpenShot, Bildbearbeitung, hat die Möglichkeit zu einer Greenscreen, Bluescreen, eine, ja, Bildfreistellung zu machen, ne? Bestimmte Farben, die ich jetzt hier verwende. Eigentlich ist mein Monitor grün, ja, und was ich hier am Hals habe, ist auch grün. Und deshalb sieht man das so grün, das zeige ich jetzt hier mal. Ich kann mich wieder quasi verstecken hinter dem Grün. Jetzt nehme ich mal so eine alte, ja, Badewanne, sage ich jetzt mal, halte mir das Gesicht und das Bild wird dadurch deutlich besser, weil man mich nicht mehr sieht. Wie man sowas macht mit Greenscreen, ja, mit Greenscreen. Farbbasierte Bildfreistellung zeige ich heute mal in diesem Video. So, schauen wir mal, wie wir das gemacht haben. Im Hintergrund habe ich zunächst einmal von meinem Desktop in grün eingefärbt und den Desktop habe ich dann auf meinem Fernseher dargestellt. Also der Hintergrund war einfach nur grün. Erst im zweiten Teil meines Videos, das ich dann hinterher aufgenommen habe, habe ich den Linux Mint Desktop hinzugefügt. Das heißt, ich habe das leere Desktop-Bild nochmal im Nachhinein aufgenommen. Sieht man hier schön, erster Teil des Videos. Ich sitze vor dem grünen Bildschirm, ja, habe das grüne Ding vorm Hals und hinten ist auch grün. Deshalb wird alles grün, was hier grün dargestellt ist und später durch eine andere Farbe ersetzt. Und im späteren Verlauf des Videos halte ich mir noch eine grüne Badewanne vor dem Kopf. Da war dieses Ding. Da gibt es auch eine grüne, ja, Wäsche-Badewanne. Gut. Dann, nachdem ich fertig war mit dem Video, habe ich das zweite Video aufgenommen, einfach nur den Fernseher nochmal abgefilmt, diesmal mit dem anderen Hintergrundbild, ja, und ich natürlich nicht zu sehen, das langt dann vollkommen. Dabei habe ich eigentlich nicht darauf geachtet, dass das obere Panel jetzt etwas dunkler erscheint, wahrscheinlich weil sich die Kamera im Fokus etwas geändert hat, deshalb flackert es im oberen Bereich so ein bisschen ärgerlich, aber egal, dadurch seht ihr besser, was ich gemacht habe. Gut. So, in OpenShot das erste Video hinzugefügt. Das war das mit dem grünen Hintergrund. Rechtsklick, Eigenschaften. Und wir fügen den Effekt hinzu. Farbbasierte Bildfreistellung. Den entsprechenden Farbschlüssel können wir dem Video entnehmen. Hier grün. Und die entsprechende Farbvarianz unseren Wünschen noch anpassen. In der Vorschau sehen wir dann immer, ob wirklich schwarz dort ist, wo grün war. Okay. Nun, jetzt ist überall schwarz da, wo grün war. Das zweite Video hinzugefügt, der Zeitleiste hinzugefügt, gegebenenfalls die Länge anpassen. Und wir sehen dann überall dort, wo schwarz war, unser Bild durch. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.